In dieser Folge geht es darum, wie ich den Transporter isoliert habe und wie ich die Kabel für die Elektroinstallation verlegt habe. Für die Isolierung des Transporters habe ich K-Flex KK Plus S3 von Keimann verwendet. Es weist sehr gute Isolationswerte auf, ist geschlossenzellig, ist beständig gegen Pilze und Bakterien und ist schwer entflammbar. Um die Isolierung zuzuschneiden, werde ich hier dieses Keramikmesser benutzen. Das Isoliermaterial ließ sich sehr gut verarbeiten. Die Klebeschutzfolie ließ sich immer leicht entfernen und die Klebekraft ist sehr gut. Ich habe das Material als geruchsneutral wahrgenommen. Als erstes wurden die Flächen mit einem geeigneten Mittel, zum Beispiel Silikonentferner, entfettet. Die Isolierung habe ich immer ein klein wenig größer ausgeschnitten. Dadurch kann man es schön in die Ecken drücken. Überstehendes Material konnte ich einfach mit dem Keramikmesser zurechtschneiden. Ich habe nie die ganze Klebeschutzfolie vor dem Verarbeiten entfernt. Als beste Vorgehensweise hat sich bei mir bewährt, wenn ich die Isolierung an einer Stelle festgeklebt habe und dann die Schutzfolie nach und nach abgezogen habe und die Isolierung angepresst habe. Den Anschluss für den Landstrom habe ich hier unten installiert. An dem Träger von der Anhängerkupplung. Es geht also hier rein. In die Karosserie geht es dann hier mit einer Kabelverschraubung. Da kommt die Kabelverschraubung in die Karosserie. Das Netzkabel, das Kabel für den Landstrom, kommt dann hier hoch, geht in diese Schutzummantelung. Das Kabel geht durch den Holm, oben durch den Holm, durch den Holm, durch den Holm, hier runter und kommt hier unten, kommt der Landstrom dann wieder raus. Hier wird die Power-Oak dann stehen als Batterieversorgung. Dann haben wir hier die 230 Volt, die gehen also wieder in den Holm rauf. Dann muss ich, leider kommt man hier nicht durch, einmal wieder rum. Rum, 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 rum. So, und ich komme hier mit den 230 Volt wieder raus. Hier kommt also der Kühlschrank hin, die kleine Küchenecke, der Herd, also alles, was mit 230 Volt zu bedienen ist. Dann ebenfalls von der Seite, von der Power-Oak, kommt dann die 12 Volt Versorgung. Genau das gleiche, wieder hoch in den Holm, einmal rum, kommt dann hier an. Hier wird dann, hier in dem Bereich wird dann die Unterverteilung stattfinden, auch die Absicherung für die 230 Volt. Dann gehe ich mit den 12 Volt zurück. Dann kommt hier einmal eine Beleuchtung hin, dort einmal eine Beleuchtung hin, auf der Seite einmal eine 12 Volt Beleuchtung und auf der Seite eine 12 Volt Beleuchtung. Gleichzeitig habe ich hier den Ausgang, den Stromanschluss für den Lüfter. Das Einziehen des Kabels in das Mantelschutzrohr gestaltet sich nicht immer einfach. Hier geht das noch. Zum einen ist das ein Kabel, was eine glatte, rutschige Oberfläche hat und wir haben hier noch genug Spiel im Schutzrohr. Das funktioniert dann mit der Kabeleinziehhilfe ziemlich gut. Wenn einer von der einen Seite das Kabel immer nachstopft und der andere von der anderen Seite das Kabel durchzieht, vielleicht noch ein bisschen Spüli mit rein, dann klappt das eigentlich wunderbar. Problematisch wird das Ganze,
wenn es sich um eine Gummileitung handelt. Und wenn man so wie ich hier auch nur ein fast passendes Schutzrohr genommen hat, dadurch, dass das Gummi ja, nicht so rutschig ist und selbst mit ein bisschen Spüli eingeschmiert, war es wirklich schwierig, das Kabel durch das Rohr zu bekommen, beziehungsweise ich habe es gar nicht geschafft im eingebauten Zustand, wenn also das Schutzrohr schon durchgezogen worden ist. Was ich gemacht habe, ich bin dann hingegangen, habe das Rohr wieder rausgezogen und habe, bevor ich das Rohr dann wieder in den Holm reinschiebe, den Kabel ins Rohr reingezogen. Und selbst da hatte ich Probleme mit der Einzughilfe, weil das absolut nicht rutschig ist. Das Material, es klebt quasi im Rohr, dass ich das nicht durchgezogen gekriegt habe. Aber dafür zeige ich euch jetzt einen Trick, wie man es relativ einfach lösen kann. Gummikabel durch das Schutzrohr zu führen, ist immer sehr problematisch, weil das Gummi ein bisschen klebrig ist und sehr gut am Rohr haftet. Und sobald man in eine Biegung kommt, passiert da gar nichts mehr. Da kann man also versuchen, was man will. Das klebt sofort an der Wandung fest. Meine Lösung war jetzt, ich benutze die Schwerkraft. Ich habe also das Schutzrohr wieder aus dem Holm rausgezogen und gehe jetzt einfach hin und benutze die Schwerkraft. Wie ihr seht, ohne dass ich irgendetwas mache. Ist also noch nicht mal mit Spülmittel behandelt. Ich kann einfach das Kabel jetzt hier durchschieben. Da kommt es jetzt auch schon unten an. Da ist es. So, ich schiebe es noch ein bisschen weiter. So, da seht ihr es jetzt, da unten. Da ist es rausgekommen. So, man braucht dabei nicht so viel, sondern man geht hin. So, jetzt kriegst du niemals mehr reingeschoben, weil das so klebrig ist. Das bewegt sich also keinen Millimeter mehr. Das ist, ihr seht hier, so, und selbst wenn ich unten ziehe, ich ziehe jetzt mal am anderen Ende, ihr seht, da passiert gar nichts. Das ist so klebrig. Das ist also sehr schwer. So, jetzt geht man hin und ja, vielleicht lässt man so ein Stückchen hier rausstehen. Ich drücke das mal so provisorisch hier rein. So, lässt also so ein Stückchen rausstehen. Schneidet das natürlich hier ab, dass die Adern nicht vorne stehen und klebt das Ganze dann mit Tape fest, so bis hier, dass man also hier so eine Führung bekommt. Und ich würde ein rutschiges Tape nehmen oder irgendwie Paketband, irgendwas, nur was halt von der Oberfläche rutschig ist. Und dann könnt ihr das als Ganzes in den Holm einführen. Und bei mir hat es so am besten funktioniert. Hier seht ihr eine Skizze, wie ich mir die Stromverteilung vorstelle. Sie ist darauf ausgelegt, dass wir hauptsächlich auf Campingplätzen stehen werden. Im Sommer vielleicht auch mal ein oder zwei Tage autark abseits der Straßen. Das Herzstück ist eine Powerstation, welche über einen Landstromanschluss versorgt wird. Als alternative Stromquelle habe ich 400 Watt Solarenergie zur Verfügung. Über die PowerAuk AC200P werde ich in einem meiner nächsten Videos ausführlich berichten. Da das Thema Stromverlegung ein Sicherheitsthema ist, bitte ich euch, hier besonders vorsichtig zu sein. Daher werde ich auch nicht auf die technischen Details eingehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf den Like-Button drücken würdet.